Hallo, willkommen zurück und ja, wir haben jetzt Max dabei. Was eigentlich ein Unfall war. Ich habe mir aus den reingeholt. Er steuert aber das gleiche wie ich, also habe ich jetzt so gesagt zwei Leute. Ich will aber nicht beide behalten. Max ist aber schneller, wie man sieht. Also Max ist anscheinend schneller als Goofy. Aber wir können es auch gegenseitig auch stunnen. Und wenn wir jetzt besiegt werden gleich, was vielleicht passieren könnte. Weil ich weiß gar nicht, wie gut ich mit meinem Charakter. Oh, ich kann nicht beide besiegen auf einmal. Das geht nicht. Oh, ich bin nicht gut genug für beide. Okay. Ciao, Max. Max kommt wieder. Okay, ich will jetzt, dass Max ausgeschaltet wird. So, Max ist weg. Jetzt muss ich gucken, was ich mache. War schön mit dir. Kleiner Gastauftritt des kleinen Mannes. Naja. So. Piraten sind auto-gamed. Das heißt, wenn sie mich sehen oder in meine Nähe kommen, dann greifen sie mich direkt an. Das war schön, ne? So, hier kann ich keinen wegschleudern, aber ich kann mir kurz Zeit verschaffen, damit ich das hier holen kann. Jetzt kann ich es gleich hinschmeißen. Wenn er nicht doof genug ist, geht doch. Wir gehen mal hier lang. Ach, jetzt sind wir hier. Sieh mal an. Wir haben den Ort gefunden, wo wir vorhin waren. Wo vorher noch die. Die Biene zählt nicht als Gegner. Die Biene zählt einfach nur als Hindernis. Was ist hier oben denn? Noch ein Schlüssel, und zwar ein wichtiger. Jetzt muss ich echt überlegen, was ich mache. Uff, warte. Ja, ich meine, das macht schon Sinn, das hier. Das macht auch Sinn, aber was macht der andere? Denn hier für einen Sinn? Weil das kann ich nicht hochschießen, das bringt nichts. Ach, warte, ich kann es unterschießen. Dann nach rechts schießen und dann nach oben schießen. Jetzt macht Sinn. Okay. Damit haben wir einen neuen Schlüssel und zwar einen ziemlich wichtig aussehenden. Und Leben bekommen, danke. Das ist doch der Boss-Schlüssel, denn jede Welt hat einen Boss. Oh, ich muss gehen. Ganz schnell. Uhuhu. Das war knapp und gefährlich für mich. Man muss auch gucken, dass man noch genug Waffen hat. Weil wenn ich jetzt keine Kokosnüsse hätte, könnte ich die Gegner nicht besiegen. Dann müsste ich den Raum aber restarten. So. Die Glocke sorgt dafür, dass die Gegner zu mir kommen, glaube ich. Ich glaube, die werden davon nämlich getriggert. Ja. Also ich könnte es jetzt nutzen, um die Gegner einmal hier hinzulocken. Oh, warte. So. Habe ich einen dort? Möchte ich gehen nach oben blocken wieder. Obwohl, ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen möchte jetzt. Weil ich sehe gerade keinen Weg, wie ich ihn besiegen kann. Kann ich so die Tür aufmachen oder muss ich ihn besiegen dafür? Ah, die Tür geht doch so auf. Aber bevor ich die Tür reingehe, gab es noch einen anderen Weg, oder? Gab es noch einen anderen Weg, den ich gehen konnte? Sieht nicht so aus. Doch, ganz am Anfang war noch ein Weg. Ich will nochmal ganz am Anfang zurück. Ich möchte gerne mal alles erkunden, was es immer gab. Ich weiß, ganz am Anfang war noch ein Weg. Oh, ich habe jetzt zwei Items. Und zwar die Glocke und die Kanone. Ich weiß nicht, wie man wechselt. Weil ich bin sicher, ich kann auch wechseln. Ich weiß nicht, wie es geht. Mit den Schultertasten geht das. Wenn du die Glocke weghaben willst oder unbedingt den Greifhaken nutzen willst, kannst du das machen. Das heißt, du kannst auch Verbindungen machen von zwei Objekten. Das kann sowas bringen. So. Ich will jetzt erstmal hier unten lang, genau. Zum Anfang. So, die kommen jetzt alle hierher. Ich trete. Ich hau die Schlange weg. Und genau unten. Hier war, glaube ich, kein Gegner. Doch, hier war ein Gegner. Aber die kann ich ignorieren, wenn ich möchte. Die kommen nicht zu mir. So, ganz am Anfang gab es noch was, wo ich unbedingt hin möchte. Da war noch ein Weg. Den habe ich nicht angeguckt. Oh! Das war ein Bonusraum anscheinend. Oh, gut, dass ich hier hingegangen bin. Das könnte echt was wert sein. Komm her.
Aber ich aufpassen muss, dass ich jetzt nicht hier was kaputt mache. Ich muss das Ding wegmachen, ne? Ja. Okay. Das Rätsel hier ist, dass du nicht nach links schießen darfst. Wenn du die hier links schießt, dann sind alle weg. Du musst also so machen und dann nach links schießen. Jetzt kann ich die nehmen. Kann die hier nehmen. Und kann mir die dann nehmen. Hab 7 Leben, volle Herzen. Und kann jetzt ganz zurückgehen. Ich bin besser geworden im Spiel. Hoffe ich auch. Nach so vielen Jahren. Kann ich da lang? Nein, okay. Ich weiß nicht, ich mag das Spiel. Es gibt mir so ein bisschen was von Legend of Zelda Vibes. Zumindest original damals. Weil es auch diesen Playstyle hatte, glaube ich. Danke. Wir müssen ähnlichen Playstyle wie das, meine ich. Und das fand ich ganz cool. Oh. Oh, die Schlange war gefährlich. Die wollte mich angreifen. Hast du es gesehen? Gruselig. So, die Biene muss ich jetzt erstmal vermeiden. So. Ach, ich hasse diesen Raum. Ich meine, ich muss sie nicht leer machen eigentlich. Ich kann auch einfach gehen. Ich muss nur hoffen, dass ich nicht von den Igeln getroffen werde. Das war knapp. Bisher habe ich noch keinen Treffer gehabt. Was mich wundert. Ja, jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt habe ich nämlich Gegner und ich muss die alle besiegen. Ups. Oh, das. Ja. Da rede ich gerade davon, dass ich nicht getroffen wurde bisher und dann wäre ich getroffen. Toll. So, kann ich auch Schaden kombinieren? Das weiß ich gar nicht. Ich würde es gerne testen, aber ich muss dafür erstmal hoffen, dass sie gleichzeitig laufen. Kommt der? Okay, ich kann es nicht testen, leider. Sie lassen mich nicht testen. Okay. Und ich habe mein ganzes Leben verloren. Ach, es ist nur ein Hit? Und dann, wenn das Leben weg ist, ist es weg. Das ist doch brutal. Oh, ich muss mich beeilen. Oh. Haha! Alle weg! Aber ohne Leben ist es ein bisschen brutal. Ohne Herzen. Oh! Das könnte ein Boss sein. Es sieht aus wie ein Boss. Ich habe keinen Platz, den ich machen muss. Es wird höchst Zeit, dass du kommst. Okay, ein roter Pirat. Oh, es mehrere. Wir warten schon auf dich. Dein Ende naht. Was muss ich tun? Oh, oh Gott. Die werfen Sachen auf mich. Okay, ich muss sie raushauen. Oh, Bombe. Ich muss davon treffen, denn. Ich habe gleich nichts mehr zum Werfen. Was mache ich denn dann? Was mache ich dann, wenn ich nicht werfen kann? Oder muss ich die Bomben dann nehmen von denen? Nee. Was tue ich denn dann? Hä? Kann ich die auffangen, wenn ich so mache? Nein, kann ich nicht. Ich bin gerade verwirrt, was ich tun soll. Ach! Die Bomben landen irgendwann bei mir. Anscheinend. Ich weiß nicht, warum sie gelandet sind, aber die landen anscheinend irgendwann bei mir. Oh! 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 Glück gehabt. Okay, die Bomben landen einfach so bei mir manchmal. Obwohl ich gerade die auch versucht habe zu kriegen, ich habe sie nicht bekommen. Fand ich ein bisschen frech eigentlich. Hallo Bomben. Da ist eine Bombe. Sehr gut. Timing ist gemein. Okay. Ich mag den Bosskampf, der hat was. Die ist da geblieben. Wie soll ich denn da irgendwas treffen, wenn die nicht richtig werfen und nicht richtig auftauchen? Nichts für. Ne. Da oben ist einer. Yes!
Noch zwei Stück. Gut, krieg ich hin. Hat nur was gedauert, bis ich weiß, was ich tun muss. Ein bisschen länger, ne? Aber man lernt ja, ne? Man lernt doch das Spiel. Noch einer. Einer noch. Das wird klingeln. Bombe. Gib die Bombe her. Ich brauche eine Bombe. Eine gute, bitte. Danke. Aha. Stufe geschafft. Let's go. Das war gar nicht mal so schwer, aber es war verwirrend. Passwort. Banane, Edelstein, Kirsche, Banane, Kirsche. 19 Minuten habe ich gebraucht. Okay. Ihr gemeinen Kerle, sagt mir sofort, wo ihr unsere Freunde verschleppt habt, Iliak. Ich kann nicht reden, tut mir leid. Freunde? Was für Freunde? Wir haben niemanden verschleppt. Wir haben nur unseren Captain gerettet, der von einem Wal verschluckt wurde. Und wenn wir ihm jetzt erzählen, was ihr uns angetan habt, wird er sich an euch rächen. Jarr. Oh, wollt ihr uns etwa Angst machen? Stufe 2. Okay, jetzt schon Stufe 2. Aber das... Ah, oh, nicht wieder! Nicht wieder Max! Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich werde noch kurz die Gegner besiegen, damit wir Ruhe haben. Und dann geht's weiter. Max, was machst du hier? Wieso bist du hier? Aber er ist wirklich schneller als ich. Seht ihr das? Er ist echt schneller. Spannend. Das machen wir beim nächsten Mal. Okay, gut. Dann bis dann. Tschüss.